Hallo und guten Abend aus dem schönen Saarland. Ich freue mich, dass ihr alle und ihr alle heute dabei seid. Das Saarland, wir kennen es alle eigentlich als ja, vor allen Dingen angenehm, warm und sonnig normalerweise und heute leider nicht. Heute hat es den ganzen Tag geregnet. Das macht uns aber überhaupt nichts, denn wir treffen uns heute digital, wir vernetzen uns heute, wir diskutieren heute über die Zukunft. Willy Brandt hat einmal gesagt, wer die Zukunft am besten vorhersehen will, der muss sie gestalten. Und genau das wollen wir tun und genau darüber wollen wir heute sprechen, nämlich die großen Herausforderungen, die auf unser Land zukommen. Wie wollen wir die am besten anpacken und lösen? Und ich freue mich ganz besonders, dass heute ein hochkarätiges Publikum da ist, nämlich nicht nur Sie zu Hause, sondern auch Olaf Scholz, unser Kanzlerkandidat, unser Finanzminister in Deutschland. Lieber Olaf, schön, dass du heute bei uns bist im Saarland live zugeschaltet aus Berlin. Hallo. Hallo Olaf. Genauso freue ich mich natürlich, dass heute mit uns dabei ist Josefine Ortleb, Bundestagsabgeordnete aus Saarbrücken. Josefine tritt natürlich nochmal in Saarbrücken an und kämpft da um das Direktmandat. Liebe Josefine, schön, dass auch du dabei bist und heute mit uns zusammen diskutierst. Danke für die nette Begrüßung. Hallo Olaf nach Berlin. Ich freue mich auch total auf den Abend mit euch. Ist Esra Limbacher. Ich kandidiere im Wahlkreis 299 für den Deutschen Bundestag. Da gibt es Städte wie Homburg, Neunkirchen und St. Ingbert. Und ich kämpfe dafür, dass wir das Direktmandat wieder für die SPD gewinnen und der Wahlkreis gut in Berlin vertreten ist. Ja, ganz am Anfang, bevor wir gleich loslegen mit unserer Diskussion, gilt es natürlich jetzt erstmal, gewisse Spielregeln für unsere Diskussion zu erklären. Das ist für vieles nichts Neues, weil wir mittlerweile ja gewohnt sind, mit solchen Formaten umzugehen. Ich glaube aber trotzdem, dass es gut ist, am Anfang das zu erwähnen. Wie in einer ganz klassischen Diskussionsveranstaltung können Sie alle Fragen an Olaf Scholz und an uns Kandidaten für den Bundestag heute stellen. Entweder ihr macht das in dem Chat auf Facebook oder in WebEx oder ihr meldet euch mit einer Wortmeldung zu Wort und wir versuchen dann euch mit Video, mit Ton hochzuziehen, damit wir euch sehen können und ihr die Frage direkt an uns stellen könnt. Natürlich haben wir vereinbart, dass dort eine gewisse Zeit zur Verfügung steht. Ihr solltet nicht länger als ungefähr 2 Minuten sprechen. Das wäre toll, damit jeder zu Wort kommen kann. Ja, vergesst nicht, wenn ihr hochgezogen werdet, das Video anzuschalten, euren Ton anzuschalten, damit das alles funktioniert. Und ich darf abschließend noch darauf hinweisen, aus datenschutzrechtlichen Gründen, natürlich wird diese Veranstaltung gestreamt und alle können zusehen, die denn wollen. Und wenn ihr euch zu Wort meldet, werdet ihr natürlich auch genauso sichtbar sein, nur dass ihr das auch für euch selber wisst und vorher mit einplant. Lieber Olaf, wie gesagt, ich freue mich sehr, dass du heute hier im Saarland digital dabei bist. Ich glaube, es gibt viel zu besprechen, viel zu diskutieren. Und ich gebe dir ganz am Anfang das Wort, damit du ein paar Worte an uns richten kannst. Schönen Dank auch nochmal für die Einladung ins Saarland. Man kommt jetzt ja schnell rum in Deutschland. Ich war heute auch schon im Hochsauerland. Das ist ein bisschen weg und habe an vielen anderen Stellen in Deutschland mit vielen, vielen geredet. Aber das Entscheidende ist, dass wir trotz der Pandemie, trotz all der Einschränkungen uns alle Wege suchen, wie wir miteinander über die Zukunft unseres Landes diskutieren können. Die Pandemie ist noch da. Trotzdem finde ich, kann man schon sagen, wir sind vergleichsweise gut durch diese Krise gekommen. Mit all dem Geld, das wir eingesetzt haben, um Arbeitsplätze zu retten, um Unternehmen zu retten, die Kurzarbeit, die Maßnahmen, die wir gemacht haben, um das Gesundheitssystem zu stabilisieren und dafür zu sorgen, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger geschützt werden. Und jetzt, wo das mit dem Testen vorangeht, wo das mit dem Impfen vorangeht, jetzt, wo wir sehen, dass die Infektionszahlen runtergehen. Jetzt ist auch die Situation, in der wir ein bisschen hoffen dürfen, dass wir im Sommer allmählich die Pandemie hinter uns lassen werden. Und dann können wir blicken,
hoffentlich auf einen guten wirtschaftlichen Aufschwung. Es sieht alles danach aus, aber eben auch auf eine Situation, in der wir die 20er Jahre in den Blick nehmen. Wie geht es weiter mit Deutschland? Denn darüber wird ja entschieden, wenn im September der Bundestag gewählt wird. Zwei Dinge sind mir ganz besonders wichtig. Das erste ist, dass wir dafür sorgen, dass diese Gesellschaft mehr von Respekt getragen wird, als das heute der Fall ist. Ich nehme das schon so wahr, dass die Gesellschaft ein bisschen auseinanderläuft, dass viele nicht das Gefühl haben, dass sie anerkannt sind in dem, was sie tun, was sie beruflich machen, was sie nicht beruflich machen, wo sie sich engagieren, dass ihre Lebensleistung nicht ernst genommen wird. Und das gibt es in vielen Facetten beruflich. Das gibt es natürlich auch, wenn es um Stadt, Land und solche Fragen geht. Und deshalb bin ich dafür, dass wir einander auf Augenhöhe begegnen, dass wir eine Gesellschaft schaffen, in der nicht der eine auf den anderen herabblickt. Das ist mir jedenfalls sehr wichtig. Und natürlich hat das Konsequenzen, zum Beispiel für die Frage, wie wir zahlen. Also, ich bin für einen Mindestlohn von 12 Euro, der 10 Millionen Bürgerinnen und Bürgern eine Gehaltserhöhung schaffen würde. Ich bin dafür, dass in der Pflege besser gezahlt wird und nicht nur darüber geredet wird. Ich bin dafür, dass sowas wie in der Fleischindustrie nie wieder vorkommen kann, dass man jahrzehntelang zur Kenntnis nimmt, dass auf Basis von solchen Ausbeutungsverhältnissen ein Teil der Wirtschaftstätigkeit in Deutschland stattfindet. Und da gibt es noch viele andere Bereiche, wo wir sagen müssen, da muss besser bezahlt werden. Aber wir schulden einander auch eine Würde als Bürgerinnen und Bürger, als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir können nicht nur danach denken, ob es für uns als Verbraucherinnen und Verbraucher am billigsten ist. Und das ist, glaube ich, eine Kehrtwende, die wir in Deutschland brauchen. Respekt hat viele Facetten. Da geht es auch um die Gleichstellung von Männern und Frauen und viele andere Fragen. Aber es ist etwas, was einen neuen Zusammenhalt in Deutschland schmieden kann. Und die zweite große Frage ist, wie kriegen wir das hin mit unserer Zukunft? Da werden wir was für tun müssen. Wenn wir es jetzt falsch machen, können wir das in 4 oder 8 Jahren vielleicht nicht alles korrigieren. Wir stehen vor der größten Innovationsperiode, vor der größten Investitionsperiode seit vielen, vielen Jahrzehnten. Vergleichbar vielleicht mit manchen Veränderungen am Beginn der erfolgreichen Industrialisierung Deutschlands im 19. Jahrhundert. Und da sage ich, da läuft vieles schief. Wir kommen nicht schnell voran mit dem Ausbau der Stromnetze. Wir kommen nicht schnell genug voran mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Ziele sind viel zu wenig ehrgeizig. Gerade hat die Stahlindustrie gesagt, wie viel mehr Strom sie braucht, wenn das erneuerbar funktionieren soll und sie zum Beispiel CO2-neutral Stahl produzieren will in der Perspektive. Das Gleiche sagt die Chemieindustrie. Aber dann kann man nicht, wie jetzt die Union, mehrfach ablehnen, dass es zu einem Ausbau dieser Kapazitäten kommt, dass wir die Gesetze ändern, damit wir schneller bauen können, sondern dann verspielt man Deutschlands Zukunft. So klar und so hart muss man das sagen. Das wollen wir gerne anders machen. Das gilt auch für viele, viele andere Bereiche. Ich will nur die Gigabit-Gesellschaft nennen. Förderaufrufe sind ganz gut. Appelle, dass alles besser werden soll, auch. Aber man muss vielleicht einfach dafür sorgen, dass die Gesetze so sind, dass die Anbieter, alles Unternehmen, dafür sorgen, dass die Netze auch die Qualität haben, die wir miteinander richtig finden. Und zuletzt, das ist ja auch lustig, da investiert die Automobilindustrie, die Zulieferer, die Unternehmen Milliarden in elektrifizierte Automobilität und Mobilität. Und was passiert? Der Ausbau der Ladeinfrastruktur kommt nicht mit gleichem Tempo voran. Alles Zeichen dafür, dass sich was ändern muss. Dass es geht, haben wir gerade gesehen. 2 der 3 Unternehmen, die moderne Impfstoffe entwickelt haben, stammen aus Deutschland. 20 Jahre Grundlagenforschung, viel öffentliches Geld und großes Unternehmertum haben das jetzt zusammen möglich gemacht. Und so sollte es in allen anderen Feldern sein. Das sind die beiden großen Aufgaben, die ich mir vorgenommen habe und von der ich glaube, dass gerade die SPD das machen kann, weil wir die Kraft und den Willen haben, solche Probleme zu lösen. Olaf, vielen Dank für den starken Beginn. Ich glaube, da hast du schon ganz wesentliche Punkte für die Zukunft unseres Landes gesetzt. Ich darf noch mal an alle draußen appellieren, stellt ihr eure Fragen. Wir würden uns sehr freuen, mit euch ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, das bietet unglaubliche Möglichkeiten jetzt, das jetzt mal ganz nah zu schaffen. Ich schaue auch immer live, ob jemand da ist, der eine Frage gestellt hat, der die Hand gehoben hat. Also da sind wir wirklich ganz schnell. Deswegen nochmal den Appell an euch, meldet euch, wir freuen uns auf eure Frage. Ich habe, liebe Fine, schon ganz am Anfang eine Frage an dich sogar bekommen, die, mit der wir vielleicht mal beginnen würden. Nämlich die Stefanie Meiser hat geschrieben, liebe Josefine,
Für Familien war das letzte Jahr besonders hart. Sie sind von der Krise besonders schwer betroffen. Wie kann man die Folgen der Pandemie für Sie abfedern? Ja, danke, lieber Esra. Vielen Dank, liebe Stefanie. Da hast du total recht. Man hatte das letzte Jahr, das letzte anderthalb Jahr wirklich das Gefühl, dass viele Dinge der Pandemie auf Lasten der Familien geht. Ich bin deswegen total froh, dass wir zusammen mit Franziska Giffey und auch der Unterstützung von Olaf ganz viele Unterstützungsleistungen auch wirklich schon auf den Weg gebracht haben. Also wenn ich an den Kinderbonus für alle denke, an die Kinderkrankentage für viele, die viele unterstützt haben, aber eben auch an zum Beispiel den Kinderzuschlag, den wir verbessert haben, um eben auch die Familien, für die Familien was zu tun, denen es einfach nicht so geht. Das heißt, wir haben vieles getan, aber es ist eins ganz, ganz klar geworden, zumindest für mich in dieser Pandemie. Es ist doch klar geworden, dass gar keine Zeit mehr da ist oder gar keine Zeit mehr da war, einfach nur mal Familie zu sein. Also das, worauf es eigentlich ankommt, Zeit für Familie. Das ist alles zwischen Homeoffice und Homeschooling untergegangen. Und deswegen glaube ich, wenn man in unser Zukunftsprogramm schaut, dass wir genau die richtige Antwort haben. Nämlich eine Zukunft, in der auch Zeit für Familie ist. Von der Geburt mit einer neuen Familienzeit über die Zeit des ersten Kennenlernens und des ersten Großwerdens von Kindern mit einer Familienarbeitszeit, die Elterngeld ist, das verändert werden soll. Aber eben Zeit für Familie und Freizeit, Unvereinbarkeit und vor allen Dingen dann noch Pflege von Angehörigen. Das kommt ja noch hinzu und auch dafür wollen wir eine Familienpflegezeit. Das sind, glaube ich, Dinge, die total wichtig sind, die für alle Familien in Deutschland entscheidend sind, aber auch im Saarland und im Wahlkreis. Und ich glaube, wir haben auch mit der Kindergrundsicherung, die auf der einen Seite auch Infrastruktur, also bessere Kitas und im Saarland, Olaf, das weißt du ja bestimmt auch, haben wir immer noch das Thema, dass die Kitas noch nicht komplett kostenfrei sind. Ich habe letztes Mal noch bei Hausbesuchen eine Frau getroffen, die deswegen nicht arbeiten gehen kann, weil sich das am Ende nicht für sie rechnet, wenn sie ihre drei Kinder in die Kita gibt und sie gleichzeitig noch arbeiten geht. Deswegen ist die Kindergrundsicherung so wichtig mit den zwei Säulen. Auf der einen Seite der Infrastruktur, die wir verbessern wollen, auf der anderen Seite eben aber auch total vereinfachten Kinderleistungen. Also die SPD ist die Familienpartei, die Partei für Familien. Und da bin ich total froh, dass wir auf der einen Seite jetzt schon so viel für Familien getan haben, aber auch die Zukunft im Blick haben an der Stelle und noch ganz viel vorhaben für Familien, um sie von all dem zu entlasten, was sie auch in der letzten Zeit getragen haben. Danke, liebe Josephine. Man merkt, dass das wirklich ein Thema ist, was dir sehr am Herzen liegt. Über Facebook ist es, glaube ich, habe ich aber noch eine weitere Frage bekommen, lieber Olaf, an dich. Glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema. Die Frage kommt von Gerhard Kettner. Der wohnt bei mir im Wahlkreis in St. Ingbert, habe ich zumindest schon mal getroffen. Der Gerhard fragt, wie stehst du zu zeitlichen zeitlich befristeten Beschäftigungsverhältnissen, wie zum Beispiel sachgrundlose befristete Zeitverträge? Ich bin ja von Beruf Arbeitnehmeranwalt. Das habe ich gemacht, bevor ich Bundestagsabgeordneter wurde, 13 Jahre lang und vorher auch studiert. Und deshalb kann ich dazu sagen, ich kenne noch eine Zeit, in der gab es keine sachgrundlose Befristung in Deutschland. Da ist das ganze Wirtschaftswunder mit gut gegangen. Da hat vieles funktioniert. Warum soll das nicht wieder so sein? Das ist einmal eingeführt worden in der Zeit der Kohl-Regierung vom damaligen Arbeitsminister Norbert Blüm, der viel richtig gemacht hat, aber nicht alles. Das muss man ausdrücklich dazu sagen. Und das gehört sicherlich zu den traurigen Kapiteln seiner Amtstätigkeit. Denn aus einer Sache, die am Anfang nur wenige betroffen hat, ist mittlerweile etwas geworden, das sehr, sehr, sehr verbreitet ist. Und deshalb setzen wir uns und setze ich mich dafür ein, dass es wieder so wird, wie es schon mal gut war. Nämlich, dass man für eine Befristung eines Arbeitsverhältnisses gute Gründe braucht. Und dann wird das auch funktionieren und junge Familien können dann besser planen. Man kann sich nämlich nichts schaffen und kriegt auch oft vielleicht keinen Kredit, wenn man kein festes Arbeitsverhältnis hat für das Haus, das man sich bauen möchte oder so. Und da finde ich das wichtig, dass wir eine solche Veränderung durchsetzen. Danke, Olaf. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich sage das jetzt mal auch als jüngerer Politiker, der ich ja sein will und bin.
dass das ein Thema ist, was viele jüngere Berufstätige wirklich beschäftigt, dass sie sagen, wie geht es eigentlich mit mir weiter, wenn ich nur Befristungen bekomme in meinem Arbeitsvertrag? Das kann kein Fundament sein, auf das wir aufbauen in unserer Gesellschaft. Deswegen ist es gut, dass wir hier als SPD das Thema wirklich anpacken wollen. Ich gehe mal noch mal weiter in die Fragen und schaue, wer sich hier zugeschaltet hat. Ich sehe den Günther Hüter. Lieber Günther, kannst du uns hören und kannst du uns sehen? Das sind ja die klassischen Fragen in diesem Jahr. Hörst du uns und siehst du uns? Ich höre euch und ich sehe euch und ich hoffe, ihr hört mich auch. Hallo Fine, hallo Esra. Wir kennen uns ja schon persönlich. Den Olaf kenne ich noch nicht persönlich, sondern nur aus den Medien. Und ich habe mich jetzt zur Wort gemeldet, weil ich hier ich habe das eben erst entdeckt, dass heute Abend das Gespräch da ist. Und habe mich dann auch direkt gemeldet, weil mich einiges umtreibt. Und insbesondere der Klimaschutz. Alles redet ja nur noch vom Klimaschutz. Auch wir reden vom Klimaschutz. Aber mir fehlt bis heute der klare Plan dazu. Es wird schnell und viel gesprochen, aber mir fehlt das in dem großen Plan die Details. Es sind zwar Ziele benannt worden, aber ich weiß immer noch nicht, wie man diese Ziele erreichen will. Was mir besonders auffällt, ist das Abfahren auf die Elektromobilität. Da werden auch Steuergelder eingesetzt, da werden Prämien bezahlt für Menschen, die sich jetzt ein Elektroauto kaufen. Das sind also die ich kenne mit Elektroautos, sind alle sehr gut situierte Menschen, die natürlich diese Prämie gerade noch mit abgreifen. Die haben das Auto dann als Dritt- oder Viertwagen. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Technik dafür ja noch gar nicht vorhanden ist. Dass also Ladesäulen fehlen, aber die sollen wiederum vom Steuerzahler finanziert werden. Warum nicht von den Energieanbietern? Die Ölhändler müssen ja auch ihre Tankstelle selbst bauen, ohne dass das gefördert wird. Ich sehe keine Übergangslösungen, wie zum Beispiel Verwendung von Erdgas, was ja 75% weniger CO2 ausstößt. Ich sehe keine Forschung im Bereich von Abgassystemen für die Verbrennermotoren. Selbst wenn die Verbrenner jetzt verboten würden, sind sie ja trotzdem noch vorhanden und werden auch gefahren. Und wenn sie bei uns nicht mehr gefahren werden dürfen, werden sie halt verkauft nach Afrika oder was weiß ich wohin und sind dann dort im Einsatz und zerstören. Ja, noch ein Hinweis. Ja. Im Thema zählt für mich auch natürlich die Globalisierung und der Freihandel, weil damit ja unheimliche Umweltbelastungen verbunden sind, aber diese werden nie mitdiskutiert. Also für ein großes Thema. Mit vielen, vielen Detailfragen. Das stimmt. Und ich gebe das Wort direkt mal an Olaf weiter. Ich glaube, das war die angesprochene Person jetzt. Ja. Schönen Dank für die vielen, vielen Fragen. Und damit noch andere zu Wort kommen, will ich versuchen, mich trotzdem kurz zu fassen. Ich fange mal an mit dem freien Handel in der Welt. Uns geht es ja um einen fairen und geregelten Freihandel, von dem wir aber sehr profitieren. Das kann jeder, der einmal durch Saarland spazieren geht, sofort feststellen. Deutschland ist geprägt von einer großen Zahl von Unternehmen, auch kleinen, mittleren Unternehmen, deren eigentlicher Markt der Weltmarkt ist. Wir exportieren viel, aber wir importieren auch viel. Und in der Kombination ist es wohl so, dass Deutschland das Land ist, das am meisten exportiert und importiert. Unsere Unternehmen würden gar nicht mehr funktionieren, wenn sie nicht das, was sie spezialisiert entwickelt haben, an so viele Anbieter und Nachfrager auf der ganzen Welt verkaufen könnten, Dienstleistungen und Produkte. Und deshalb sollten wir uns über den
freien Welthandel nicht ärgern, aber wir sollten darauf bestehen, dass die Handelspolitik der Europäischen Union dafür sorgt, dass zum Beispiel Arbeitsbedingungen und Umweltbedingungen immer mit eine Rolle spielen. Darauf dringen wir auch sehr. Und mit dem Lieferkettengesetz, das jetzt gerade öffentlich viel diskutiert wird, wollen wir ja auch den Unternehmen in dieser Hinsicht eine Verantwortung für die Produktion mitgeben. Was übrigens ziemlich viele schon machen und wo wir uns Stück für Stück reinarbeiten sollten. Ich glaube, das ist schon etwas, was nicht nur gut ist fürs Gewissen, sondern für eine bessere ökonomische Entwicklung der Welt. Was die Frage der vielen Fragen mit dem Klimawandel und den Dingen, die zu tun sind, betrifft, könnte ich jetzt natürlich 3 Stunden was dazu sagen. Ich mache es mal kurz. Wiederhole, was ich eingangs gesagt habe. Es wird nichts werden. Die ganze Industriestrategie Deutschlands beruht darauf, dass wir... Es wird nichts werden, wenn wir nicht das Richtige tun. Die ganze Industriestrategie Deutschlands beruht darauf, dass wir mehr Strom haben und den aus erneuerbaren Quellen. Frankreich möchte das mit Atomstrom machen, wir nicht. Skandinavien macht es mit Wasserkraft und Atomstrom und ein bisschen Windkraft. Wir machen es mit Offshore-Windkraft, mit Onshore-Windkraft, mit Solarenergie und einem sehr stabilen Netz und der Nutzung des Wasserstoffes. Und das ist das, was jetzt unmittelbar geht, aber auch in großer Macht auf den Weg gebracht werden muss. Gerade dieser Tage haben Unternehmen wie RWE und BASF verkündet, sie wollen 2 zusätzliche Offshore-Windparks nur für sich bauen, um den Strombedarf eines solchen Industriebetriebes zu sichern. Und ich finde, sie wollen das Richtige. Leider versteht das der Wirtschaftsminister nicht, der aus dem Saarland kommt, wofür das Saarland nichts kann. Aber er hat bisher immer Nein gesagt, wenn wir all solche Vorschläge gemacht haben. Und das geht so nicht weiter, denn mit jedem Nein verlieren wir weitere Monate und Jahre. Und deshalb müssen wir eine Regierung bekommen, in der ich die Führung haben kann, damit diese Dinge auch alle durchgesetzt werden und klappen. Was die elektrifizierte Mobilität betrifft, bin ich gar nicht so pessimistisch. Alle großen deutschen Automobilkonzerne und auch die anderen, die in Deutschland produzieren, wie Ford zum Beispiel oder mittlerweile ist es ja keine, wie Ford zum Beispiel, sind alles Unternehmen, die jetzt massiv in die Elektromobilität investieren. Es sind zig Milliarden, die sie aufwenden. Und sie werden neue Fabriken bauen, wo Batterien hergestellt werden. Sie werden alles dafür tun, dass ihre Fahrzeuge elektrifiziert werden, dass damit weniger CO2 ausgestoßen wird. Das funktioniert natürlich nur, wenn der Staat seinen kleinen Teil dazu tut. Und über den hast du zu Recht gesprochen. Ladestationen am Straßenrand. Und darum habe ich in das Klimaschutzpaket reingeschrieben, rein verhandelt der Bundesregierung vor 2 Jahren. Wir wollen 1 Million Ladepunkte bis 2030 haben. Leider geht es nicht so schnell voran, wie es muss. Die Automobilindustrie fordert 2000 pro Woche. Ich glaube, wir schaffen keine 1000 pro Monat. Und das geht eben nicht, wenn man nur Förderaufrufe macht. Deshalb habe ich dafür gesorgt, dass jetzt ein paar striktere Regeln gelten. Aber auch hier brauchen wir mehr Leadership, damit das klappt. Die Industrie will das, die investiert. Wir geben Geld dafür, dass die Zulieferer sich umstellen können, damit die auch mit neuen Produkten Teil an dem künftigen Boom mit elektrifizierter Mobilität werden. Aber die Sache ist soweit und es geht jetzt schneller. Wer es nicht glaubt, dem empfehle ich zum Schluss einmal einen Blick in die amerikanische Automobilgeschichte. Die haben keine 30 Jahre gebraucht, um die Automobildichte zu haben, die wir es in den 60er Jahren hatten. Das gesamte Highway-Netz zu bauen, die ganzen Öltankstellen zu errichten, die damit verbunden sind, also eine völlig neue Industrie zu errichten. Wir haben die schon, wir müssen sie nur umstellen auf Elektrifizierung. Es wird, seitdem der Schalter umgelegt ist in den Automobilunternehmen, schneller gehen, als alle glauben. Und dann haben wir eine Weltindustrie aus Deutschland, die mit einer modernen Mobilität gut zurechtkommt. Danke, lieber Olaf. Günther, ich hoffe, die Frage wurde bestmöglichst beantwortet. Ich würde trotzdem noch mal eine weitere Frage zulassen, Günther. Das ist meine Rolle als Moderator. Und ich hoffe, du siehst es mir nach. Nämlich die Christina Ziakeris hat sich gemeldet, die ich gerne auch noch zu Wort kommen lassen würde. Wenn ja, die Christina hochgezogen wird und sichtbar ist. Christina, du müsstest dein Video im besten Fall mindestens aber den Ton anschalten, damit wir deine Frage hören können. Ja, ich... wo? Wir hören dich, glaube ich. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja. Hört ihr mich? Das hören wir, ja. Das Video. Eigentlich müsste das aktiviert sein, aber
Olaf, das liegt nicht an der Internetverbindung im Saarland. Die ist nämlich, glaube ich, ziemlich gut, sondern einfach nur am Endgerät von der Christina. Aber Christina, du kannst auch einfach so deine Frage stellen. Ja, ich muss einfach mal gerade so. Genau. Meine Frage geht erstmal an Josephine, aber im Prinzip auch an die ganze Runde. Du hast dich ja immer schon für die Gleichstellung eingesetzt, liebe Josephine. Und für mich ist wichtig, auf dem Gebiet der Gleichstellung von Frauen geht es noch sehr langsam voran. Für mich wäre meine Frage an dich, wie kann man ein bisschen mehr Tempo in die Gleichstellungspolitik bringen? Denn immerhin geht es ja um die Hälfte der Weltbevölkerung, wenn wir von den Frauen sprechen. Ja, vielen Dank, liebe Christina. Schade, dass wir dich nicht sehen, aber wir haben dich sehr gut gehört. Vielen Dank für deine Frage. Ich glaube, das ist wirklich eine entscheidende Frage. Auch dafür, dass wir wirklich am Ende eine gerechte Gesellschaft kriegen, ist es auch ganz wichtig. Olaf hat eben von Respekt gesprochen, dass Männer und Frauen in Deutschland gleichberechtigt sind. Und man hat es auch in der Krise wieder gesehen. Frauen haben den Laden am Laufen gehalten, aber haben in vielen Bereichen, ob in der Pflege, im Einzelhandel, aber eben auch bei der Care-Arbeit in der Familie, nicht die Wertschätzung bekommen, die sie eigentlich verdient haben. Und ich glaube, dass wir als SPD auch da wieder in dieser Legislaturperiode zwar auch schon vieles gemacht haben. Wir haben eine ressortübergreifende Gleichstellungsstrategie gemacht. Also wir haben gesagt, Gleichstellung ist nicht nur in einem Ressort, also nicht nur bei der Familienministerin, es ist nicht nur Gedöns für uns, sondern Gleichstellung muss halt eben in jedem Ressort geleistet werden. Und das war unser erster Schritt, weil es sind ja immer strukturelle Fragen bei Gleichstellungsfragen. Und wir sehen aber trotzdem, dass es noch viele Ungerechtigkeiten eben gibt. Deswegen bin ich froh, dass wir auch wieder in unserem Zukunftsprogramm festgeschrieben haben, dass wir Schluss machen mit dieser Ungerechtigkeit im Erwerbsleben, dass Frauen immer noch weniger verdienen wie Männer, dass wir auch sagen, dass die Berufe, wo Frauen mehrheitlich unterwegs sind, wie zum Beispiel in der Pflege, Olaf hat das eben angesprochen, dass dort endlich gut bezahlt werden soll und auch eine Arbeitsentlastung kommen soll. Also dass Frauen eben auch den Respekt, den sie verdienen, bekommen. Aber auch, dass wir überall da, wo Entscheidungen getroffen werden, politische Entscheidungen, Entscheidungen in der Wirtschaft, dass wir dafür sorgen, dass da Frauen mit am Tisch sitzen. Weil das ist ein großes Problem. Wir sind im Deutschen Bundestag, sind wir gerade mal 30% Frauen. In der Wirtschaft kann man sich lange umgucken, bis man Frauen in Unternehmensführungen findet. Auch hier sagen wir als SPD, das muss schneller gehen, dass da mindestens 50% Frauen mit am Tisch sitzen. Wir haben jetzt in dieser Legislaturperiode erlebt, dass das mit der Union nicht möglich ist. Aber ich bin froh und es gibt ja immer diese Frage, ob auch ein Mann Bundeskanzlerin sein kann. Und ich bin mir ganz sicher, dass Olaf Scholz eine gute Bundeskanzlerin wird und dass es gar keine Rolle spielt für gute Gleichstellungspolitik, ob man ein Mann oder eine Frau ist, sondern dass man wirklich die Haltung dazu hat. Und da weiß ich, dass Olaf genau die richtige Haltung hat. Und deswegen glaube ich, mit Olaf Scholz als Bundeskanzler werden wir da wesentlich schneller vorankommen. You made my day. Auf alle Fälle will ich noch gern ergänzen. Ich glaube, das ist in der Tat eine Frage, die wir jetzt lösen müssen. Als ich mit 17 in die SPD eintrat, habe ich gedacht, in 10, 20 Jahren sind wir durch. Das ist jetzt schon lange her. Als ich in dem Alter von euch beiden war, habe ich auch so ähnliche Gedanken noch gehabt. Und das ist jetzt auch schon länger her, dass die Dinge ungelöst geblieben sind. Wir müssen es jetzt schaffen. Das kann keine Sache sein, die wir auf ewige Zeit nach vorne vertagen. Das muss in diesem Jahrzehnt gelöst werden, und zwar mit großem Tempo. Und das heißt auch, dass wir das alle, Frauen und Männer, als unsere gemeinsame Angelegenheit begreifen müssen und darum kämpfen, dass es auch was wird. Von alleine kommt es nicht. Ja, ein ganz starkes Statement von euch beiden. Starke Frauen und gute Frauen, das ist mein Stichwort, einen ganz besonderen Gast in unserer Runde begrüßen zu dürfen, wenn der Olaf Scholz mal im Saarland ist, wenn auch nur digital momentan, lässt sich natürlich unsere Landesvorsitzende der SPD nicht nehmen, kurz mal Hallo zu sagen und auch ein paar Worte an uns zu richten. Liebe Anke Redinger, du hast das Wort.
Ja, lieber Olaf, liebe Fine, lieber Esra, ich sage einfach mal herzlich willkommen hier bei uns im Saarland, auch wenn nur virtuell, lieber Olaf, natürlich auch an diejenigen, die mit in der Schalte hier dabei sind und sich dafür interessieren, wie Olaf die Zukunft dieses Landes als zukünftiger Bundeskanzler gestalten will, denn darum geht es, um nicht weniger, vor allem nicht nur heute, sondern bei der Bundestagswahl im September. Und ich finde, Olaf hat einen guten Plan. Respekt, Zukunft und Europa. Das ist der Plan, den man auch braucht, um im Saarland Stimmen einzusammeln. Und ich habe eben schon kurz mit reingehört, lieber Olaf, die Themen, die uns bewegen, Sie sind mit dabei gewesen. Das ist natürlich der Umbau unserer Wirtschaft, der Industrie hier vor Ort, Automobil und Stahl. Das ist die Lebensgrundlage von ganz vielen hier in diesem Land. Und ich finde es sehr, sehr richtig zu sagen, ja, wir stehen zum Klimaschutz, ohne Wenn und Aber. Aber Klimaschutz muss auch finanziert werden, wenn er gerecht ist. Wir wollen einen gerechten Umbau unserer Industriegesellschaft hin zu einer klimaneutralen Gesellschaft. Und dafür brauchen wir Geld und wir brauchen einen Plan. Und zu dem hast du dich bekannt. Und ich finde, das ist eine der wichtigsten Botschaften hier auch bei uns im Land. Wir dürfen nicht wie die Konservativen hoffen, dass das der Markt richtet. Und wir dürfen auch nicht akzeptieren, dass man sagt, okay, wenn es nicht funktioniert, dann bezahlen das eben einige mit ihrer Existenz, sondern die SPD, das ist ganz klar, dass wir diejenigen sind, die dafür sorgen, dass alle mitgenommen werden auf diesem Prozess. Und keiner hat das bislang so deutlich gemacht wie du, Olaf. Und deshalb ist das eine ganz wichtige Botschaft hier bei uns im Saarland. Dafür will ich mich schon mal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Und wie du siehst, wir haben eine gute Mischung in unserem Team. Junge Kräfte heute mit dem Esra und der Fine mit am Start. Wir haben aber auch schon erfahrene Kräfte am Start mit deinem Kollegen, mit dem Außenminister, aber auch dem europapolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion. Alles am Start, alles gute Leute, alle wollen zusammen mit dir die Regierung anführen und dabei werden wir dich nach Kräften unterstützen. Und ich schalte mich auch wieder raus. Ich habe extra hier hinten unser Plakat aufgehängt, soziale Politik für dich, brav aus meinem Homeoffice, wo ich jetzt angekommen bin. Und ich muss mich jetzt, lieber Olaf, noch ein bisschen um das Thema Wasserstoff kümmern, denn das ist unser Ticket für die Zukunft. Deshalb gehe ich auch noch mal raus. Ich hoffe, dass für das Saarland gerade in dieser Woche ein paar richtig gute Entscheidungen getroffen werden. Wir bei uns im Land haben schon viel dafür getan. Wenn der Bund jetzt noch die richtige Entscheidung diese Woche drauflegt, dann werden wir da ein gutes Stück vorankommen. Ich will auf jeden Fall daran weiterarbeiten, dass es nicht an uns scheitert, sondern im Gegenteil, dass Zukunft unser Motto ist und wir blicken sehr zukunftsoptimistisch auch in die nächsten Monate, wenn es um die Bundestagswahl geht. Denn da ist alles drin und wir werden das Beste draus machen mit dir als unserem Kanzlerkandidaten. Alles Gute, herzliche Grüße aus dem Saarland und Glück auf. Ja, vielen Dank, Anke. Schön, dass du noch kurz bei uns warst. Wir wissen ja, dass du als Wirtschaftsministerin wirklich im Saarland die Frage, wie wir unsere Industrie auch in die Zukunft transformieren, sehr gut begleitest und auch hoch angesehen bist. Und wir freuen uns, dass du kurz bei uns sein konntest und hoffen natürlich, dass du uns auch noch weiter zuschaust, auch wenn du noch viel zu tun hast nebenbei, mal gucken. Ich würde aber direkt mit der Moderation weitermachen und würde die nächste Frage, die gestellt wurde im Chat, an den Esra stellen. Esra, die kommt wohl aus deinem Wahlkreis, weil hier schreibt jemand, die Unternehmen der Industrie in unserem Wahlkreis haben in letzter Zeit wenig gute Schlagzeilen gemacht. Es wäre gut, wenn die SPD hier die Zukunftsängste der Menschen beantworten könnte. Wie sieht denn die Zukunft in unserem Wahlkreis, also es geht hier ganz klar um deinen, aus und wie werden die Menschen hier in Zukunft arbeiten? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also mein Wahlkreis, Olaf, ist nicht nur geprägt von ländlichen Gebieten, sondern es sind auch größere Städte dort wie Homburg, Neunkirchen, St. Ingbert. Und für diese Städte und damit für die ganze Region bis nach Rheinland-Pfalz hat die Industrie eine immense Bedeutung. Im Saarland rund 42.000 Arbeitsplätze, die an der Industrie und den Zulieferern hängen. Und für uns besonders wichtig die Automobilindustrie und die Automobilzulieferindustrie. Und ich sag mal, von der SPD muss ein besonderes Zeichen ausgehen und Signal auch von heute vielleicht ausgehen, mit dem wir uns von anderen Parteien klar abgrenzen, indem wir sagen, wir stehen hinter unserer Industrie. Die Industrie
hat im Saarland Wohlstandsgewinne gebracht, die bis heute spürbar sind. Und wer glaubt, Klimaziele, die wir ohne Zweifel erreichen müssen, durch Kahlschläge und Deindustrialisierung erreichen zu können, der ist, glaube ich, auf dem falschen Pfad unterwegs. Nein, wir müssen es schaffen, zusammen mit der Industrie diese Klimaziele zu erreichen, Synergieeffekte nutzen, wirklich auf neue Technologien setzen und die auch in unsere Heimat holen zum Produzieren. Das sind, glaube ich, die Ziele, die Anke Rehlinger hat eins gerade eben angesprochen. Wofür die brennt und wirklich kämpft, ist die Wasserstoffindustrie. Und ich glaube, wir müssen dafür kämpfen, dass wir im Saarland wirklich hier auch einen Schwerpunkt setzen und zukünftige Technologien hier in unsere Heimat holen, die auch hier produziert werden kann. Dann haben die Jobs auch wirklich eine Zukunft. Die SPD ist, glaube ich, die Partei, die die Menschen, die in der Industrie arbeiten, nicht vergisst und nicht einfach so einen Kahlschlag in der Industrie machen will. Ja, vielen Dank, Esra. Da merkt man wirklich, dass du eigentlich der perfekte Direktkandidat oder Direktmandatinhaber auch jetzt schon für diesen Wahlkreis wärst, weil du ihn sehr gut kennst und auch weißt, was dieser Wahlkreis in Zukunft braucht. Lieber Olaf, ich habe direkt die nächste Frage an dich von Jan Sterli. Er schreibt, die sozialen Sicherungssysteme haben während der Krise viele ArbeitnehmerInnen aufgefangen. Die Krise hat aber auch gezeigt, dass sie für manche Beschäftigungsformen besser funktionieren als für andere. Wie können insbesondere Künstlerinnen und Solo-Selbstständige künftig besser abgesichert werden? Eine sehr gute Frage, weil sie ja zeigt, dass wir was tun müssen. Und ich finde, dass das ausdrücklich deshalb auch erörtert werden muss und wir da konkrete Vorschläge brauchen. Ich habe ein paar. Aus meiner Sicht haben wir zunächst mal was Richtiges gemacht. Wir haben die Grundsicherung, die heute zur Verfügung steht, ausgeweitet. Es wird nicht gleich auf das Vermögen zugegriffen, was man fürs Alter oder für längere Investitionen hat, bleibt unangetastet. Wir haben dafür gesorgt, dass man nicht gleich seine Wohnung nachmessen muss, ob sie zu groß ist, sondern dass das erstmal so bleiben kann, wie es ist und auch gefördert wird. Wir haben dafür gesorgt, dass man eine Sache, die man als Selbstständiger macht, als Künstlerin, als Künstler weitermachen kann und nicht erstmal direkt irgendwo in was ganz anderes vermittelt wird. Das sind alles Anzeichen für eine grundlegende Reform, die wir ja ohnehin vorhaben und die die SPD ein Bürgergeld genannt hat. Wir wollen sicherstellen, dass diese Basisabsicherung, die wir für alle in Deutschland bereitstellen, so ist, dass jeder das Gefühl hat, sie ist auch für mich gemacht, wenn es mal für mich drauf ankommt. Heute haben ja viele gedacht, ach, das war doch immer für die anderen. Und ich glaube, dass wir aus dieser Debatte einen großen Reformelan entnehmen müssen, um zu sagen, wir wollen das so machen, dass jeder und jede das für sich richtig findet als Notanker, um dann zu sagen, dann ist es auch für alle anderen richtig. Das ist die große Reform, die wir vorhaben und daran arbeiten wir. Dazu haben wir ganz konkrete Gesetzesvorschläge. Für die brauchen wir allerdings das Mandat der Wählerinnen und Wähler. Und das Zweite ist, wir müssen was für Selbstständige zusätzlich tun. Jetzt in der Krise haben wir das mit der Neustarthilfe gemacht, wo es ganz konkret Mittel gab, für die dann nicht konkret abzurechnen und nachzuweisenden Betriebskosten bei Solo-Selbstständigen. Da sind mittlerweile über 1 Milliarde an weit über 100.000 Solo-Selbstständige und Künstler und Künstler geflossen. Aber wir haben auch gesehen, wir brauchen eine Absicherung, die mit der des Arbeitslosengeldes vergleichbar ist. Und deshalb ist in unser Wahlprogramm nach langer Diskussion der Vorschlag aufgenommen worden, dass wir eine freiwillige Möglichkeit, sich abzusichern, schaffen wollen, die für Selbstständige und für Künstler und Künstler dann zusätzlich zur Verfügung steht, die selbstständig sind und für die das auch notwendig ist. Es gibt jetzt noch viele andere Dinge, die man sagen kann, die sich gerade an kurzzeitig beschäftigte, angestellte Künstler und Künstler richten. Aber das führt jetzt hier zu weit. Nur die Probleme sind alle erkannt. Sie müssen und sollen alle gelöst werden. Ein wichtiges Thema. Vielen Dank, Olaf. Als nächstes kommt, glaube ich, der Pascal. Lieber Pascal, wir haben dich schon hochgezogen. Du müsstest dein Video anschalten und deinen Ton anmachen. Und dann kannst du deine Frage auch direkt stellen. Wir sehen dich. Hi. Ja, okay. Vielen Dank, liebe Josephine. Grüß euch alle. Ich habe eine Frage zum Thema Sicherheit, Außenpolitik, Weltpolitik. Da haben wir ja selbst im Moment ja den Außenminister. Meine Frage geht so ein bisschen zu dem Themenblock hin. USA, China. Ich sehe da gewisses Konfliktpotenzial jetzt, wo wir
sag ich mal, in Europa irgendwo in der Mitte sind. Beim Esra ist ja auch noch nicht klar, in welchen Ausschuss er später reinkommt. Also vielleicht ist das ja ein Thema für dich, wobei natürlich auch gewisse Wirtschafts- oder hohe Wirtschaftskompetenz vorhanden ist. Aber trotzdem nur die Frage an Esra und Olaf vielleicht in der Richtung. Wo wollt ihr Schwerpunkte in der nächsten Legislaturperiode setzen und welche Rolle muss Deutschland dann in Europa in dem Zusammenspiel in der Weltpolitik einnehmen? Vielen Dank. Vielleicht ein Vielen paar. Dank, Pascal. Ja, genau, Olaf, du hast das Wort. Vielleicht ein paar Antworten von mir. Zunächst mal glaube ich nicht, dass die Welt so wird, wie wir das manchmal überall in den Zeitungen beschrieben sehen. Also, dass die bipolare Welt mit der Sowjetunion und den USA der Nachkriegszeit ersetzt wird durch eine neue Bipolarität zwischen den USA und China. Das werden sich die anderen aufsteigenden Nationen Asiens nicht gefallen lassen. Vietnam nicht, Korea und Japan sowieso nicht, Indonesien nicht, Malaysia nicht, Indien nicht. Und es gibt auch noch andere starke Nationen, die in der Welt in Zukunft eine Rolle spielen werden, sicherlich aus dem Süden Amerikas und hoffentlich bald auch aus Afrika. Und wenn das so ist, dann muss für uns ganz klar sein, dies wird eine Welt mit vielen Mächten. Und in dieser Welt kann es nur friedlich zugehen, wenn es nicht um das Recht des Stärkeren geht, sondern wenn wir eine Welt haben, in der miteinander zusammengearbeitet wird, in der man versucht, gemeinsam Sicherheit zu erringen. Und das ist das, was wir nur erreichen können mit einem starken und souveränen Europa. Deshalb sage ich ganz klar, Europa ist für uns die Antwort auf viele dieser Herausforderungen. Und wir Deutsche mittendrin mit unserer großen Bevölkerung, unserer großen Wirtschaftskraft, wir haben eine Verantwortung dafür, dass der Fortschritt Europas gelingt. Das ist meine feste Überzeugung. Das wichtigste nationale Anliegen Deutschlands ist ein gelingendes Europa. Und das hat dann aber Konsequenzen, so wie jetzt in dem letzten Jahr in der Krise, wo wir mit der gemeinsamen Antwort, die Europa gegeben hat auf die Krise, mit dem großen Wiederaufbauprogramm, das dort beschlossen worden ist, einen Richtungswechsel durchgesetzt haben, den niemand vorher für möglich gefunden hat. Und ich bin sehr stolz darauf, dass sich die Architektur dieser Maßnahmen, dieser Vorgehensweise entwickeln konnte und in Deutschland und Europa genügend überzeugen konnte, diesen Weg zu gehen. Das ist etwas, was neu ist. Und so muss die Politik von Deutschland und Europa ausgehen. Vielleicht noch ein Wort zu Russland und Europa. Wir brauchen eine europäische Ostpolitik, keine deutsche. Das ist die große Leistung von Willy Brandt und Helmut Schmidt gewesen. Aber wir dürfen nicht zurückkehren in eine Zeit des 18. und 19. Jahrhunderts, in der ein Spiel der Mächte stattfand, wo dann Russland und Frankreich und Deutschland und Preußen in dem Fall oder Österreich und England eine Rolle gespielt haben, sondern wir müssen eine Situation schaffen, in der wir wieder Sicherheit gewährleisten können, weil das die Europäische Union als sich immer weiter integrierende Gemeinschaft von liberalen Demokratien schafft. Und das muss Russland akzeptieren. Und wir müssen möglich machen, dass ganz entlang der Gedanken von Willy Brandt und Helmut Schmidt in Europa wieder Sicherheit und gemeinsame Sicherheit die Politik bestimmt und nicht einseitige Maßnahmen und Annexionen. Ja, Esra, ist der Außenausschuss eine Option für dich? Vielleicht kannst du auch noch kurz was sagen. Ja, also ich will jetzt mal nicht nach den Sternen greifen, aber ich komme von Großen ins ganz Kleine, ja. Also der Olaf hat ganz toll, wie ich finde, die Außenpolitik umrissen, die wir anstreben als Sozialdemokraten. Aber ich weiß auch, wo der Pascal herkommt, nämlich aus Homburg. Und manchmal wird auch Außenpolitik ganz klein und ganz konkret. Olaf, du musst wissen, in meinem Wahlkreis gibt es Gemeinden, die grenzen, genauso wie bei der Josephine, direkt an Frankreich. Und da wird Außenpolitik plötzlich spürbar. Auch in diesem Jahr war das so gewesen und im vergangenen Jahr, wo die Frage immer im Raum stand, schließen wir jetzt die Grenzen? Und das ist keine sozialdemokratische Antwort. Wir freuen uns, eine tolle Partnerschaft mit Frankreich zu haben und wollen das auch in Zukunft haben. Ich glaube, das ist ein wichtiges Ziel für uns. Und ein anderes Ziel, wo es auch noch mal ganz konkret wird bei uns in unserer Heimat, zumindest bei mir zu Hause. Wir haben starke Partnerschaften nach Polen. Und da gibt es ganz oft Kritik. Vor kurzem bei uns im Kreistag Kritik, wie könnt ihr das tun? Da werden LGBT-freie Zonen erklärt. Aber wir haben uns bewusst dazu entschieden, den Dialog da nicht abzubrechen, sondern diese Partnerschaften weiter zu betreiben, weil wir finden, diese
Partnerschaft lebt von Austausch und Verständigung und das wollen wir weiter fördern. Und so wird Außenpolitik manchmal ganz klein und auch ganz konkret. Vielen Dank. Und wir sehen Sie schon und ich freue mich, dass Sie bei uns ist. Liebe Gertrud, du hast jetzt das Wort. Ja, danke schön. Mein Beitrag betrifft die sozialen Leistungen. Olaf hat bereits ausführlich über das geplante Bürgerinnengeld gesprochen und du hast die Kindergrundsicherung schon erläutert und angesprochen. Deswegen ist vieles schon vorweggenommen und ich möchte mich deswegen nur noch mit einem ganz eindringlichen Plädoyer anschließen, also weniger eine Frage. Unser bisheriges oder noch bestehendes System der Grundsicherung hat nach vielfältigen Erfahrungen und für ganz viele Menschen eher dazu geführt, dass es Hilfebedürftigkeit langfristig manifestiert, statt sie zu beheben. Nämlich dadurch, dass eben nur eine minimale Existenzsicherung dadurch möglich ist, aber keine gesellschaftliche Teilnahme oder kein Anknüpfen an das bisherige Leben, weil eventuell Ersparnisse aufgebraucht werden müssten, Alterssicherung vorweggenommen werden musste und all diese Dinge. Also ich sehe da eine ganz grundsätzliche Veränderung darin, wenn wir, wie wir es in unserem Programm ja vorhaben, für eine mittelfristige Zeit Vermögensüberprüfungen wegfallen lassen und auch die Wohnsituation unbehelligt lassen. Und die Kindergrundsicherung ist dann ein ganz elementarer Bestandteil davon, Kindern, die in sozial schwierigen Verhältnissen, materiell schwierigen Verhältnissen aufwachsen, eine Perspektive und eine gesicherte Zukunft bieten zu können. Und deswegen mein eindringlicher Appell, wir sollten daran arbeiten, dass wir das möglichst schnell beenden und zugleich auch dafür sorgen, dass das System des Bürgergeldes oder der noch bestehenden Grundsicherung ganz stark vereinfacht wird. Wenn ich mir gerade, ich zeige es euch mal gerade, vielleicht sieht man es im Bild, die neu gerade herausgekommene Broschüre der Arbeitskammer beschreibt in 130 Seiten die Merkblätter für das Arbeitslosengeld 2. Das kann nicht sein. Da blickt noch nicht mal mehr derjenige oder diejenige die durch, die beraten soll in dieser Situation. Und deswegen, es ist ein guter Weg, ein sehr, sehr guter Ansatz in unserem Programm. Und das sollten wir ganz vehement betreiben. Dankeschön. Vielen Dank, Olaf. Ich glaube, ein Lob tut an der Stelle auch mal ganz gut. Willst du da noch was zu sagen oder sollen wir schon weitergehen zur nächsten Frage? Da ist ja alles gesagt und wir haben ja auch schon ein bisschen darüber gesprochen. Ich persönlich finde es gut, dass wir diese Reform nun schon seit über 2 Jahren so präzise gemacht haben. Und es hat sich ja in der Krise jetzt gezeigt, dass viele Bürgerinnen und Bürger genau diese Gedanken teilen. Denn im Prinzip ist es doch so, dass man sich immer überlegen muss, wie sollte das System sein, wenn ich davon Gebrauch machen müsste? Das ist die Frage. Man darf nie so denken, als wenn es nur für die anderen ist. Und aus dieser Perspektive haben wir das neu entwickelt. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Bürgerinnen und Bürger unterstützen, selbst wenn sie hoffentlich niemals von diesen Leistungen Gebrauch machen müssen. Ja, vielen Dank. Es gab noch bei Facebook eine Frage, Esra, auch wieder aus deinem Wahlkreis. Da gibt es ganz fleißige FragestellerInnen. Wenn man mit offenen Augen durch deinen Wahlkreis fährt, dann sieht man, dass auch viele Dörfer in keinem guten Zustand ist. Derjenige, der das schreibt, findet, dass wir hier einen Direktkandidaten brauchen, der sich stärker für den Wahlkreis einsetzt, damit in Zukunft auch mehr Tourismus in unseren Regionen möglich ist und unsere Kommunen lebenswerter machen. Also die Frage würde ich an dich stellen, Esra, was kann man hier tun, aber auch an dich vielleicht danach, lieber Olaf, wie schaffen wir es sozusagen, den ländlichen Raum zu stärken und vor allen Dingen unsere Kommunen handlungsfähig zu machen? Ja, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, ich habe ja am Anfang gesagt, in meinem Wahlkreis gibt es nicht nur Städte, sondern eben auch ganz kleine Kommunen, kleine Gemeinden, die finanziell aktuell nicht gut dastehen, die nicht viel Geld haben. Und das spürt man im Alltag, wenn eben
kein Geld da ist, um die Straße zu renovieren und kein Geld da ist, um den Spielplatz neu zu machen oder in den Kindergarten zu stecken. Und das tut oft einfach nur weh. Und hier muss sich was bewegen. Und ich finde, hier muss sich im Bund auch was bewegen. Und ich würde mich freuen, wenn die SPD dazu einen ganz wichtigen Beitrag zu leisten könnte, die Kommunen von ihren Schulden wenigstens etwas zu befreien und da einen neuen Handlungsspielraum zu ermöglichen. Und Olaf, das ist ein Thema, was mir ganz besonders wichtig ist. Deswegen glaube ich, ist es auch bei dir ganz gut aufgehoben. Ich würde mich freuen, wenn du uns hier unterstützen könntest. Auf alle Fälle. Ich war ja nicht umsonst mal Bürgermeister einer kleineren Stadt. Das hat mich immer geprägt und wird mich auch dauerhaft prägen. Also ganz konkret, ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine neue Stunde Null brauchen. Deshalb habe ich schon lange vorgeschlagen, dass wir einmal die übermäßigen Altschulden der Gemeinden entlasten, die erlassen, die in einigen Gemeinden sehr, sehr groß sind. Das hat nicht geklappt, weil die Union nicht mitgezogen hat, weil es große Widerstände aus sehr reichen Bundesländern gab und weil es auch daran gescheitert ist, dass der jetzige Kanzlerkandidat der CDU-CSU, Armin Laschet, als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen zwar Ministerpräsident eines Landes ist, in dem viele Gemeinden davon profitieren würden, aber er die Sache nicht so richtig streng vorangebracht hat, um das in der CDU durchzusetzen. Das kann also nur klappen, wenn ich das aus dem Kanzleramt voranbringen kann. Das will ich auch. Es steht deshalb in unserem Wahlprogramm, dass wir das machen wollen. Und das will ich ergänzen. Wir haben ja bewusst auch jetzt schon viele Erleichterungen für Kommunen auf den Weg gebracht. Wir haben die Grundsicherung für Arbeitssuchende so verändert, dass der Bund jetzt 3,5 Milliarden Euro für die Kosten der Unterkunft trägt. Mehr als bisher. Das entlastet gerade die Kommunen, wo es wirtschaftlich nicht so gut läuft. Wir haben die Gewerbesteuerausfälle des letzten Jahres kompensiert. Wir haben das letzte Jahr und dieses Jahr die Ausfälle, die bei dem öffentlichen Verkehr entstanden sind, kompensiert zusammen mit den Ländern. Und das sind, glaube ich, alles richtige Entscheidungen, bei denen aber klar sein muss, wenn man nicht einigen Mal die Luft zum Atmen für eine neue Stunde Null schafft, dann wird das nichts und darum werde ich kämpfen. Ja, vielen Dank. Als nächstes wird Andreas Ecker seine Frage stellen. Andreas, du musst dich nur noch entstummen, dann hören wir dich. Sehen tun wir dich schon. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Hallo Esra, hallo Fine, lieber Olaf. Meine Frage dreht sich um die Chancengleichheit. Für mich war das ein ganz wichtiger Eckstein, als ich in die SPD eingetreten bin, dass wir uns als Sozialdemokraten dafür einsetzen. Und jetzt gerade während der Corona-Pandemie kam ja raus, zum Beispiel beim Thema Teilhabe an Bildung, dass das doch in vielen Bereichen noch nicht so ganz rund läuft, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Deshalb wollte ich fragen, was sind vielleicht eure nur ein paar konkrete Punkte, wie man das noch besser umsetzen könnte? Danke, Andreas. Olaf, die Frage würde ich direkt an dich weitergeben. Wir haben ja jetzt ein Aufholprogramm, aber was muss noch alles passieren, um sozusagen Chancengleichheit und Teilhabe für alle zu ermöglichen? Das Aufholprogramm ist mir ganz wichtig, weil es nicht nur um Nachholen von Mathe und Englisch und Deutsch geht, sondern eben auch darum, soziale Kontakte wieder zu beleben. Wir wollen auch einfach vielen jungen Leuten einfach was Gutes tun nach diesem schweren Jahr. Und ich finde, das ist etwas, wo wir Recht dran tun. Das muss jetzt hoffentlich überall in Deutschland umgesetzt werden, damit dann auch wirklich die jungen Leute das nutzen können, und zwar möglichst schnell und möglichst bald. Darüber hinaus, finde ich, dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren, dass eine wichtige Maßnahme immer ist, Kinderarmut zum Beispiel zu verhindern, dass die Eltern nicht arm sind. Und deshalb hat die Frage Mindestlohn, hat die Frage, was verdient man eigentlich, hat die Frage, wie die Grundsicherung ausgestaltet ist, schon für Kinder, schon eine große Bedeutung für die Zukunftsperspektiven von allen. Und deshalb ist das und bleibt das ein zentrales Thema. Was mir auch wichtig ist, wir brauchen mehr Krippen und Kitas. Wir brauchen mehr Ganztagsangebote in Krippen, Kitas und Schulen. Und natürlich müssen wir die Perspektive der Gebührenfreiheit verfolgen. Alles Dinge, für die ich mich schon an anderer Stelle eingesetzt habe, als ich auch zuständig war. Das ist der Bund in vielen Fällen nicht. Aber wir können diesen Weg
mit anstoßen. Das hat ja schon mehrfach geklappt in Deutschland, dass wir solche Entwicklungen mit befördert haben. Gerade versuchen wir es nochmal mit einem Gesetz, in dem wir durchsetzen wollen, dass die Grundschule ein Ganztagsangebot beinhalten muss, entweder über einen Hort oder in der Schule direkt. Und diese Veränderung, die müssen wir Stück für Stück vorantreiben, damit es mehr Chancengleichheit gibt. Was für mich dazugehört, ist, dass wir die Möglichkeit der Teilhabe von Menschen mit Behinderung an den Schulen und im Unterricht erleichtern und verbessern. Was für mich dazugehört, ist, dass wir den Übergang von der Schule in den Beruf verbessern. Man glaubt gar nicht, wie viele im Anschluss an die 9. oder 10. Klasse der Schule gar keine Berufsausbildung beginnen. Und wenn wir das verbessern könnten und das eine große gemeinsame Anstrengung wäre, dann wäre das auch gut. Ich könnte jetzt hier noch endlos weitermachen, will aber sagen, es geht manchmal dann eben auch ums Geld. Weil das habe ich in vielen Gesprächen kennengelernt. Wer aus einer Familie stammt, wo schon die dritte Generation studiert hat, weiß, dass das sich lohnt und dass das ein möglicher Weg ist. Wer der Erste oder die Erste ist, hat viele Fragen zu beantworten, sich selbst und allen anderen. Und deshalb ist eine großzügig ausgestaltete Ausbildungsförderung etwas, das diese Chancengleichheit massiv verbessert. Lieber Olaf, wir haben jetzt 9:05. Unser Zeitfenster war genau eine Stunde für diese Diskussion. Ich finde, wir sind bei vielen, vielen Themen angekommen, sind bei manchen Themen in die Tiefe gegangen. Bei anderen war es uns zeitlich nicht möglich. Es gibt auch noch ganz, ganz viele Fragen im Chat. Ich bin mir sicher, Esra und ich können die auch vor Ort noch klären in den nächsten Wochen und Monaten, wenn wir in unseren Wahlkreisen unterwegs sind. Für mich ist heute Abend klar geworden, wir als SPD sind da für die Menschen im Saarland, aber auch für die Menschen in Deutschland. Und mit dir als Bundeskanzler werden wir die Zukunft für Deutschland besser machen und gestalten. Lieber Olaf, du hast jetzt das Schlusswort für den heutigen Abend. Und ich bedanke mich bei dir, lieber Esra, aber auch bei dir für die tolle Diskussion und hoffe, dass das nicht dein letzter Besuch im Saarland war und dass du uns bald auch mal wieder live besuchen kommst. Das war jetzt definitiv nicht mein letzter Besuch im Saarland. Ich hoffe, ich werde auch noch ein paar reale hinkriegen, wo ich nicht nur herbeigebeamt werde, sondern tatsächlich auch anwesend sein kann. Aber ich möchte mich bei euch bedanken und allen, die hier zugeschaut, sagen, die SPD hat tolle Kandidatinnen und Kandidaten für den Deutschen Bundestag. Man sieht es hier. Und wir gemeinsam werden das schaffen, die Bundestagswahl zu gewinnen und für eine bessere Zeit in Deutschland zu sorgen. Alles Gute und tschüss. Danke, tschüss.